Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sand im Gepäck. Wir sind gerade live aus unserem Sommerurlaub, aus unserem Campingurlaub und haben uns gedacht, dass wir mal für euch all die Ausrüstungsgegenstände zusammenstellen wollen, die wir als absolut sinnvoll fürs Camping erachten. Also wir campen ja eigentlich schon seit wir denken können. Wir waren auch über anderthalb Jahre auf einer Weltreise mit dem Wohnmobil unterwegs und dann lernt man schon irgendwann so ein bisschen kennen, welche Sachen man unbedingt braucht und welche richtig gut sind und welche man eben gerade nicht braucht, nicht gut sind. Es geht vom Campinggeschirr über das Kochgeschirr bis hin zu Stühlen, Tischen, bis hin zur Waschschüssel, also alles, was wir als gut erheißen. Und da fangen wir direkt mal an. Ich werde übrigens auch alle Produkte, die wir zeigen, werden wir unten verlinken. Das sind meistens Amazon-Links, das sind sogenannte Affiliate-Links. Die sind für euch überhaupt nicht teurer, aber am Ende, wenn ihr darüber kauft, bleiben für uns ein paar Cent bleiben bei uns hängen und helfen uns dann dabei, auch in Zukunft solche Videos weiter zu machen. Wir sind übrigens gerade am Gardasee. Wir haben hier einen wunderschönen Stellplatz. Das ist die Sicht von unserem Stellplatz runter. Und wir sind das erste Mal seit langem wieder 3 Wochen auf einem Campingplatz gewesen, wo man dann doch wieder merkt, was ist denn wichtig, was fehlt vielleicht oder was ist genau das Richtige, was wir dabei haben. Und insbesondere das Fahrzeug hinter mir, das ist von unserem Freund Markus, das ist ein kleiner Campervan, ein Marco Polo. Ja, und gerade in so einem Campervan kommt es eben unheimlich auf eine gewisse Kompaktheit an. Also Markus hat ganz viele super coole, effiziente Ausstattungsgegenstände dabei, die uns auch spontan wirklich absolut überzeugt haben, und da sind auch ein paar jetzt dabei. Aber es sind auch wirklich ein paar Dinge dabei, die sich jetzt über ganz, ganz viele Jahre rauskristallisiert haben als nützlich und als gut und als unzerstörbar. Und deswegen, ich glaube, es ist für jeden was dabei, für den Anfänger als auch den Profi. Und deswegen fangen wir jetzt mal direkt an mit Nummer 1, mit den Stühlen. Und auf einem von diesen Stühlen sitze ich nämlich drauf. Das ist nämlich hier ein Stuhl von der Firma Crespo. Crespo haben wir jetzt gelernt in diesem Urlaub, dass das mit so die hochwertigsten und besten Stühle sind, die es eben gibt im Bereich Camping. Und das hat man auch wirklich von Anfang an gemerkt. Also wir haben im Vergleich dazu, ich halte es mal einfach so in die Kamera, wir haben uns ganz kurzfristig, weil wir unseren Camper irgendwie 4 Tage vor Abreise noch schnell mit Stühlen bestückt haben, solche Stühle hier geholt, einfach weil wir gar keine Alternative mehr haben. Auf denen kann man auch sitzen. Aber es zeigt sich jeden Abend beim Glas Wein, dass doch diese 2 Crespo-Stühle von Markus extrem beliebt sind, weil die einfach super bequem sind. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Das kann man den auch ganz gut zeigen. Also das hier ist somit die leichteste und kompakteste Variante von Crespo, eben auch weil es in den Campervan passen muss. Die lassen sich natürlich relativ kompakt klappen, haben eine ausziehbare Kopfstütze. Wenn man erstmal sitzt, ist eben diese Kopfstütze hier wirklich Gold wert, wenn man die dann so sich einstellen kann auf die Höhe, wie man sie braucht. Jetzt müssen wir mal gucken, Anni, dass wir die Stühle hier sehen. Es gibt von Crespo ganz viele Stuhlvarianten. Es gibt sogar so Auflagen für die Füße, die man hier noch dran klickt. Das ist jetzt eine Leichtbau- und Kompaktvariante, die wirklich auch für Campervans wichtig sind, dass sie eben überall reinpassen. Ansonsten sind die ultra bequem, ultra langlebig und wir werden definitiv uns jetzt auch auf lange Sicht von unseren günstigen Stühlen trennen und einmal wirklich hochwertige Stühle kaufen. Also Kapitel Nummer 1, Stühle. Nehmt bequeme Stühle, gebt ein bisschen mehr Geld aus und die kann ich wirklich absolut ohne Einschränkung empfehlen. Jetzt gehen wir mal direkt weiter zu unserem Gasgrill. Wir haben nämlich hier einen kleinen Grill von Weber dabei. Einen kleinen Gasgrill kombiniert mit einer kleinen Gasflasche. Normalerweise haben wir im Camper hinten Platz für 2 Gasflaschen. Wir haben aber nur eine mitgenommen, weil im Sommer braucht man nicht viel Gas. Und eine kleine, die wir eben jetzt hier an dem Grill permanent angeschlossen haben. Und das war mir die beste Idee von dem Campingurlaub, dass man wirklich jederzeit recht schnell hier was grillen kann. Das ist hier jetzt ein kleines Modell von Weber. Das ist der Q1200. Also den haben wir auch zu Hause und damit absolut zufrieden. Und hier im Urlaub macht es wirklich sehr, sehr viel leichter, dass man nicht abends noch anfangen muss, schnell, gerade wenn die Kinder Hunger haben, Holzkohle oder so anzufächern. Ganz wichtiges Thema für alle Camping-Anfänger oder jede Leute, die es noch nicht so oft gemacht haben, ist eine Fußmatte. Wir haben eine ganz günstige, die gab es mal von Aldi. Die sollte recht engmaschig sein, sodass kein Staub und Dreck durchkommt, relativ dicht. Und das tut erstens dann nicht so weh, wenn man auf Steinchen läuft. Aber auch hauptsächlich eben weniger Sand und weniger Staub ins Wohnmobil. Sonst ist man im Wohnmobil nur noch am Kern. So, und als zweites, ganz wichtig, nach den Stühlen haben wir jetzt das Thema Tische. Und da haben wir diesen Tisch hier neben mir kennen und lieben gelernt. Der ist auch von der Firma Brunner. Und was da besonders ist, der hat ein extrem kleines Packmaß und ist aber sehr, sehr groß und sehr stabil. Den haben wir jetzt mit von Markus hier kennen und kennengelernt über die letzten Wochen. Und ich muss sagen, wir werden uns nach dem Urlaub auch den holen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie klein der gepackt werden kann.
Markus, jetzt bist du unter Druck, gell? Es muss jetzt hier funktionieren. Nee, kein Problem. Also als erstes nimmt man erstmal das sehr praktische Untertischnetz ab, wo man... Ach, das habe ich ja vergessen hier zu zeigen. Ja, warte mal. Ich zeig's es nochmal, Benni. Der hat nämlich jetzt nicht nur eine sehr große Tischfläche und ist wirklich stabil. Der hat auch hier drunter so ein Netz, was wir echt genutzt haben. Das war unser mobiler Backshop über die letzten Wochen. Da haben wir alles rein, was in Sachen Brötchen zu tun hatte. Also wirklich top. Und der hat auch eine Ausnivellierung. Also ein Tischbein davon kann man quasi von der Höhe ausnivellieren. Das ist das hier unten. Und das reicht dann aus, um den wirklich an jedem Ort quasi wackelfrei zu kriegen. Stufenlos also, verstellbar. Ja. In der Höhe. Und damit steht der Tisch immer stabil und wackelfrei. Und dann kann man das hier, ist quasi die Tischplatte, ist wie so eine Lamelle. Also man kann jetzt quasi hier. Dann das Netz aushängen, ich kann ja auch mal ein bisschen behilflich sein. Mittelstrebe. Das Mittelding raus. Und der Clou ist halt, dass das Teil dann hier reinpasst, ne? in so eine Tasche. Und man wirklich vom Packmaß am Ende was ultra kompaktes hat. Und zwar sehr bequem reinpasst. Also die Taschen sind sehr großzügig geschnitten, sodass man, wenn man den Reißverschluss dann zumacht, keinerlei Probleme hat mit dem Packmaß. Weil das kennt man auch gerne anders von Zelten und so, die dann irgendwie niemals wieder so reinpassen, wie man sie irgendwo mal drin hatte. Was würdest du sagen, wenn dir das Ganze hat jetzt keine 2 Minuten gedauert? Und hat dann so ein Täschchen. Und das passt halt wirklich auch in unsere zum Beispiel doch kleine Ladeluke hier hinten rein. Also der Tisch ist vom Brunner. Ich packe euch auch einen Link wieder in die Beschreibung unten rein. Aber wir werden uns den genauso wie die Stühle für unseren nächsten Urlaub dann besorgen. Was also sehr praktisch ist, dass er auch genau passt, genau in den Marco Polo reinpasst und mit der Heckklappe hier perfekt abschließt. Herrlich, wunderbar. Das ist, auf was ihr immer achten müsst, auf dem Campingplatz sind Ameisen. Also gerade hier sind wirklich sehr viele Ameisen und die sind sehr aktiv und ultraschnell. Aus irgendeinem Grund sind die hier entweder genmanipuliert, aber sind die schnellsten Ameisen, die ich je gesehen habe. Und die gehen im Wohnmobil überall rein, wo man ihnen eine Brücke baut sozusagen. Zum Beispiel wie der Besen hier. Genau, der Besen hier ist eine schöne Brücke. Da würden jetzt spätestens in 1-2 Stunden würden hier die Ameisen hochlaufen. Deswegen sollte man gucken, dass man nichts ans Wohnmobil ranlehnt. Keine Roller, keine Besen, keine irgendwas, damit sie da schon mal nicht rein können. Und natürlich können sie über die Reifen hochkommen. Wenn man da auf Nummer sicher gehen will, das haben wir in Amerika gelernt, dass man da drumherum, ich glaube, es ist Backpulver, eine Linie einfach zieht, weil das mögen die nicht. Da gehen die nicht drüber und dann hat man Ruhe im Wohnmobil, weil sonst werden sie jetzt mehrfach, dass halt wirklich ein Besen da dran stand einen Tag und dann plötzlich waren die Ameisen in der Küche und sind da umhermarschiert und haben die süßen Sachen gesucht. Also immer den Besen wegstellen. Genau, Besen immer weg, nichts dran stellen und vielleicht auch ein bisschen Ameisengift mitnehmen, weil wenn man dann sie drin hat, ist ganz schön, wenn sie wieder irgendwie draußen sind und deswegen an Ameisen denken. Das ist noch so eine Kleinigkeit, gerade so, wenn man das erste Mal campt, wo man ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Und bevor wir ins Wohnmobil reingehen, noch ein kurzer Einspieler hier vom Benni aus der Zukunft. Ich habe nämlich einen Ausrüstungsgegenstand vergessen, der mit das Highlight von dem ganzen Urlaub war. Und zwar geht es um diese Lichterkette hier, die mit Solar aufgeladen wird und so einen richtig schönen Retro-Look hat. Die haben wir außen am Camper hängen gehabt und die hat erstens ein wunderschönes Licht gemacht abends, also nicht zu hell, nicht zu dunkel. Man konnte schön außen sitzen und sah natürlich auch noch richtig cool aus, wenn das so oben am Wohnmobil entlang gehangen ist. Die haben wir von Amazon gekauft übrigens und wir finden die total cool. Die kann man natürlich im Wohnmobil verwenden, beim Camping, aber auch zu Hause. Und wir werden sie auf jeden Fall auch zu Hause weiterverwenden. Und die ist wirklich sehr, sehr cool. Link und alles setze ich euch unten auch in die Beschreibung. Haben wir von Amazon gekauft. Und jetzt geht es weiter ins Wohnmobil. Zurück zum Benni aus der Vergangenheit. So, ich bin mittlerweile umgezogen in mein kleines Wohnmobilstudio. Und wir machen mal weiter direkt mit den nächsten Produkten. Und zwar Campinggeschirr. Ganz wichtig, vielfach unterschätzt. Und zwar geht es auch hier um Campinggeschirr, was wir im Moment noch nicht im Einsatz haben, aber was der Markus im Einsatz hat und was ich sowohl bei unserer Norwegen-Reise kennenlernen konnte, als auch jetzt hier am Gardasee nochmal kennenlernen konnte. Und ich bin wirklich absolut überzeugt davon, und zwar ist das dieses vierteilige Set hier von Brunner. Und was hier besonders dran ist, ist es relativ leicht. Es ist so ein Kunststoff, ich glaube Melamin oder so heißt es.
Und es ist halt absolut hitzebeständig, also auch diese heißen Tassen, da kann man glaube ich bis 75 Grad einfüllen. Aber insbesondere finde ich gut auch wieder die Stapelbarkeit. Also man hat hier jeweils immer in dem Servier für eine Person quasi ein Trinkglas und eine Tasse und es geht eben dann ineinander rein, perfekt über. Alle Gläser als auch die Tassen als auch alle Teller haben solche Gummiränder und die machen es halt, sieht es den Tisch nicht, aber hier auf dem Tisch, doch man sieht es ein bisschen, das klebt halt förmlich richtig gut und man kann diese Tasse auch mal im Armaturenbrett, während der Fahrt haben wir die schon stehen gehabt, ist halt einfach beim Camping ein bisschen sicherer. Ja, und so Kratzfestigkeit und Qualität, also das ist schon relativ stabil. Die sind schon relativ stabil und ja, die hat der Markus jetzt auch schon einige Zeit im Einsatz, also man sieht wirklich relativ wenig Kratzer, das ist schon qualitativ gut. Das Besteck sieht dann übrigens so aus, das hat hier so ein bisschen eine Kunststoffverstärkung. Ja, es fühlt sich gut an, greift sich schön und insbesondere eben, dass man das alles so kombiniert auf einen kleinen Raum packen kann. Das kommt, wie man hier sieht, wenn man das bestellt, kommt es eigentlich in so einer Box, wo das alles in eine Box passt. Es ist relativ teuer, es kostet 79 Euro das vierteilige Set. Aber das ist auch was, was wir uns jetzt zulegen werden nach dem Urlaub. Wir haben aktuell es noch so gehandhabt, dass wir quasi aus dem Haus immer dann schnell mal ein paar Teller damit reinpacken und ein paar Tassen und ein bisschen Besteck, aber das ist halt auch keine Dauerlösung, weil man immer Zusatzaufwand hat und weil es einfach auch Gewicht ist. Also das normale Besteck und normale Teller gegen sowas hier ist halt einfach deutlich leichter. Also das ist echt eine absolute Empfehlung und Link seht ihr auch wieder unten, wenn ihr Lust habt, euch das selber auch zu besorgen. Ist Sand im Gepäck Camping approved. Beim Essen, ohne das jetzt zu ich glaube nicht, dass ich das verlinken kann oder ob ich das jetzt spontan finde. Ich glaube nicht, dass das bei Amazon gibt. Und zwar ist das einfach so ein Gewürzkarussell. Man hat hier eben von Salz, Cayenne, Knoblauch, Pfeffer, Paprika-Gewürz, Curry. Man hat hier eben alles drin, was man irgendwie zum Kochen braucht. Man kann das dann auch nachfüllen, einfach aufschrauben, die einzelnen wieder nachfüllen. Und das ist für unterwegs wirklich top. Man hat das Ding auf dem Tisch, man kann sich ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz, Pfeffer, eben das dran machen, was man braucht und hat eben keine, braucht eben keine irgendwie 10 Gewürzdinger. Und das ist nicht nur Platz sparen, das ist auch ehrlich gesagt für die faulen Menschen wirklich praktisch, weil man stellt halt nur ein Ding daraus. Man muss dann nicht immer in den Camper zurück und noch Salz, Pfeffer oder vielleicht Paprika oder vielleicht Knoblauch holen. Man stellt nur das auf den Tisch und dann hat man alles, was man braucht. Dann als nächstes, es soll ja auch was auf die Teller draufkommen, auch hier wieder von Brunner, das komplette Kochgeschirr. Der Markus in seinem Campervan muss natürlich wirklich drauf gucken, alles so kompakt und klein wie möglich zu haben. Aber das ist auch ehrlich gesagt für uns hier kein schlechter Nebeneffekt, weil aktuell sind in unseren Schränken da oben verschiedene Töpfe und Pfannen, die wir irgendwie von zu Hause mitgenommen haben. Und die brauchen halt dann fast den ganzen Schrank. Und hier ist eben alles drin, was man braucht. Ich mache das mal kurz auf. Also man hat hier eine Pfanne. So. Ein Deckel kommt hier raus, der dann auch auf alle irgendwie passt. Dann hat man hier noch eine kleine Schüssel oder auch eine kleinere zweite Pfanne. Und man hat für alle Gefäße, die keinen eigenen Henkel haben, hat man so ein Ding hier dabei. Das kann man hier so reinpacken. Das verlockt dann auch, also wirklich ein sehr, sehr guter Mechanismus mit hier so einer Sperre dran. Also ist auf jeden Fall fest und dann kann man quasi jeden einzelnen Topf auch mit Henkel bedienen. Und man hat eben diesen Henkel dann nicht als platzverbrauchendes Teil irgendwo, sondern der ist eben dann in dem Set einfach mit drin. Die Deckel passen alle nacheinander, wenn man so richtig stapelt, passen die eben nacheinander genau in diesen Topf da rein. Gibt es noch ein kleines Töpfchen, gleiches System. Man nimmt das Ding hier dran und hat den Henkel dran. Und ich hatte am Anfang auch ein bisschen Bedenken. Ich habe gedacht, hier heißes Wasser. Und hält es auch, aber das ist halt wirklich so mit diesem Sicherheitsknopf auch gemacht, dass das eben nicht aufgehen kann und darf auch nicht aufgehen. Also das kann sich Brunner gar nicht leisten, dass hier irgendwie jeder Dritte irgendwie verbrühte Oberschenkel kriegt. Deswegen, das hält wirklich dieses Teil. Jetzt kommt noch ein etwas größerer Topf. Hier ist noch ein Nudelsieb dann im ganz großen Topf integriert. Und das ist der ganz große Topf, wo eben alles reinpasst. Am Ende ist der einzige Stauraum, den man braucht, wirklich diesen Topf. Und man hat eigentlich ein komplettes Kochservi. Finde ich absolut genial. So, jetzt versuchen wir es wieder einzupacken. Oder ich gebe es Markus einfach rüber, dann muss ich der wieder einpacken. Also auch von Brunner. Link setze ich auch unten drunter. Also wirklich gut. Wir bleiben beim Thema Geschirr, Spülen und so weiter. Hier ist noch eine Ameise drin. Die wollen wir nicht zeigen. Man muss ja auch, nachdem wir gegessen haben, gespült werden. Auch wieder ein Platzthema, Spülschüssel. Und zwar haben wir hier für den Fall eine faltbare Spülschüssel.
Und zwar drückt man die hier so zusammen und hat die dann einfach in diese Höhe komprimiert. Und einfach durch runterdrücken, an der Seite so Gummi, holt man das hier hoch. Und dann ist es eigentlich eine richtige Spülschüssel von der Größe her. Und hat noch einen kleinen Clou hier eingebaut, einen kleinen Sieb mit Abfluss. Also wirklich sehr, sehr durchdacht und auch einfach wieder das Thema, dass ich da wirklich sehr viel Platz spare. Es summiert sich eben dann. Man hat die Teller, man hat das Kochgeschirr, man hat das. Und am Ende entsteht einfach mehr Stauraum und man hat wirklich effizient alles genutzt. Super wichtig für unterwegs ist das Thema Kaffee natürlich. Und so unsere Empfehlung nach viel Erfahrung, nach sehr vielen Jahren Camping und viel Kaffeegenuss, wir haben schon wirklich alles probiert, sind wir bei diesen Kaffeekännchen hier hängen geblieben. Die gibt es, glaube ich, als Originalmarke, ist das von Bialetti. Die heißen Mokka-Kännchen oder Espresso-Kocher. Hat man in Italien sehr häufig, ist eigentlich ganz einfach. Hier unten kommt Wasser rein bis zu dem Ventil. Kannst du mal kurz zeigen, die ist jetzt noch live, kommt gerade vom Herd, hat auch noch eine gewisse Temperatur, ist auch noch Kaffee drin. Hier wird dann Kaffeepulver in den Sieb reingefüllt, auf den Herd gestellt. Und das Kaffeepulver wird dann mit Druck hier nach oben gearbeitet, kommt hier oben raus. Und da hat man hochkonzentrierten Kaffee bzw. ein Espresso kommt hier raus, den wir dann immer mit heißem Wasser als Americano trinken oder eben als Cappuccino mit Milch einfach bzw. als Milchkaffee einfach mit Milch dazugeben. Und ist aus unserer Sicht wirklich der beste Kaffee. Wir haben jetzt Filterkaffee probiert, wir haben auch French Press probiert. Und das ist wirklich am einfachsten und am geschmacksintensivsten. Die kommt von mir als Hobbybarista, also ist wirklich, wirklich Empfehlung wert. Ich würde mir wirklich sowas holen für Camping und macht irgendwie auch Spaß, hat irgendwie Stil. Einen super einfachen Helfer, also super einfachen, simplen Helfer, aber finde ich mit einem großen Effekt, ist diese Wasserwaage. Also wenn man ein bisschen das Fahrzeug ein bisschen ausrichten will, ausnivellieren will, dass es eben gerade steht, hat man hier eine Wasserwaage, wo eben sowohl die Querachse als auch Längsachse parallel auf einmal vermessen werden. Das kostet überhaupt nicht viel. Kann ich euch auch einen Link dafür reinsetzen und es wird eben auf den Tisch gestellt und da hat man mit einem Mal, weiß man, in welche Richtung man ausrichten muss. Man muss eben nicht erst quer und längs messen. Das Teil ist einfach, ja, simpel, einfach, gut durchdacht und sehr praktisch. Eine Sache, die ich auch auf unserer Norwegen-Reise kennenlernen durfte, ist dieser Falteimer. Und zwar ist der nicht nur ganz gut, der hat auch einen coolen Namen. Der heißt der freundliche Schwede, The Friendly Swede. Und ist im Prinzip einfach ein sehr robuster aus so einer Art, ja, das ist so fast wie eine LKW-Plane, fühlt sich das an. Also einem sehr robusten Stoff. Hat hier ein kleines Netz drin, hat einen Deckel drauf. Und da hat man halt einfach einen kleinen Eimer, den man falten kann und überall unterbringen kann. Ist halt ultra robust, hat hier auch noch Tragedinger und damit haben wir uns halt in Norwegen als das Wasser von den Quellen geholt, beziehungsweise von den Flüssen geholt. Der Eimer kostet bei Amazon ca. 20 Euro und finde ich echt eine gute Sache. Auch wieder halt ein Thema Stauraum, so zack und dann ist einfach wenig Platz verbraucht. Das kann man noch toppen, wenn man gerade mit Campervans unterwegs ist, die keine Dusche integriert haben, hat Markus hier so eine USB-ladbare Campingdusche dabei, Tauchpumpe quasi ist das. Die ist von der Firma Aqua2Go. Die wird quasi hier geladen, dieses Teil. Dann wird das in den Eimer reingesetzt und dann hat man hier eine Dusche mit wirklich relativ gutem Druck. Also da kann man auch mal was abspritzen irgendwie, irgendwas sauber machen oder eben auch duschen, indem man den Eimer, wenn man jetzt nicht kalt duschen will, kann man den Eimer entweder erstmal mit heißem Wasser mit reinmachen und dann kaltes auffüllen. Dann hat man mittelmäßig warmes Wasser oder man macht ihn mit Wasser voll, macht einen Deckel drauf, ist extra alles schwarz gehalten, dass sich das dann von der Sonne auflädt, bisschen warm wird und dann hat man eine kleine Außendusche. Und diese Außendusche, die ist jetzt auch mehrfach erprobt und getestet und wirklich als gut befunden. Also hat einen guten Druck, hält relativ lange und man kann da dann wirklich sich auch mal anständig bzw. anständig campergerecht auch mal duschen zwischendurch. Und den Abspann, den macht auch der Benni aus der Zukunft, weil der Benni aus der Vergangenheit den vergessen hat im Wohnmobil. Deswegen hoffe ich, dass euch gefallen hat, dass vielleicht für den ein oder anderen ein guter Tipp dabei gewesen ist oder der ein oder andere Ausrüstungsgegenstand, der interessant ist. Wenn dem so wäre, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Wenn ihr noch Fragen habt zu den gezeigten Sachen, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.